Was geht's, Jeremy hier, welcome back, Boys, zu einem neuen Video. Heute steht Rücken an. Wenn ich mich richtig entsinne, haben wir Tag 28 jetzt. Und hier, leider nicht mehr, der geile Crank Pump Pro mit dem besten Geschmack. Kiwi, Strawberry, Kiwi. Oder Kiwi Strawberry, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein neuer Crank Pump Pro, beziehungsweise ist es eigentlich ein alter, den ich gefunden habe. Irgendwie ist der aufgebläht, keiner. Guck mal, seht ihr das? Sieht man das? Weiß nicht, ob man das sieht. Auf jeden Fall ist er so ganz aufgebläht irgendwie. Wir machen ihn mal auf, hoffen, dass er nicht explodiert. Alter, da war richtig Druck drin, ne? Dieser Bruder, ja, brutal Druck, Alter. Crank Pump Pro, was ist denn los bei dir? Oh, Scheiße. Ich glaube, das Ding ist, es ist hart. Keiner, ob man das sieht. Ich glaube, ich soll jetzt eigentlich sogar nichts sagen, weil ich ja eigentlich positiv über diese Produkte hier reden sollte. Digga, perfekt, die Scheiße ist komplett steinhart. Also wirklich, ich probiere das jetzt mit diesem Scoop da zu zerstechen. Keine Ahnung, das sieht, guck dich das mal an. Sie hören, wie steinhart das ist. Also komplett. Das ist wirklich ehrenlos, ich probiere da jetzt irgendwas rauszukriegen. Könnte man sagen, dass es mein Fehler ist, weil er wahrscheinlich jetzt schon seit einem Jahr oder so bei mir rumliegt und ich das Ding nicht, naja, geöffnet habe und nicht benutzt habe und immer irgendwie, weiß ich, ich habe vergessen, dass ich den überhaupt habe. Ich hatte den irgendwo in einem Schrank noch bei mir gefunden oder in der Schublade oder so, weil halt, wie gesagt, meiner leer gegangen ist. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch haltbar ist. Doch, der ist noch haltbar. Der ist noch haltbar. Die Dinger sind ja zum Glück ewig haltbar, irgendwie bis 2000, die sind irgendwie 3 Jahre oder so haltbar gefühlt. Aber ja, das ist alt auf jeden Fall. Jetzt, ich probiere jetzt, ihr seht, ich bin hier das Ding einfach irgendwie am Lösen. Aber ja, gut ist er ja trotzdem. Ist trotzdem irgendwie nervig, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ja, gut, perfekt, wir haben es. Kriegen wir jetzt einen Scoop raus? Ey, das sieht doch gut aus. Können wir machen. Ich habe sogar Wasser dabei. Also wir haben sogar Wasser dabei. Gestern habe ich ja vergessen, das Wasser mitzunehmen. Hatte nämlich nur das, was nur im Shaker war. Aber jetzt haben wir Wasser, Digga. Das ist gut. Scoop 1. Und Scoop 2. Also ich will ja nicht sagen, dass der schlecht schmeckt. Schmeckt auch nicht. Der schmeckt eigentlich für den Booster sogar ziemlich, ziemlich gut. Aber gegen Strawberry Kiwi kommt das Ding auf jeden Fall nicht an. Ich muss die Sachen kurz im Müll machen. Und dann würde ich sagen, packen wir die ganzen Sachen in Spind hier rein, die wir nicht brauchen. Ihr seht meine Fresse nicht mehr. Ja, besser für euch. Und es geht ins Training rein. Heute steht nämlich Rücken an, worauf ich sehr Bock hab, weil der Rücken allgemein einfach richtig geil ist. Es macht Spaß. Der Pump ist geil, aber ihr wisst ja, wir haben einen neuen Plan. Müssen wir jetzt zuerst mal nachgucken, wie dieser Plan aussieht oder was wir überhaupt reinstellen. Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir mal rein. Trainingsplan, da sind wir bei Pull. Ah, die Scheiße. Pull, wir starten rein. Ah, wir starten rein mit mittleren Rücken und danach erst Latzin. Also wir sind ja bis jetzt immer reingestartet mit Latzin. Aber jetzt starten wir mit High Rows. Falls sich jemand von euch fragt, wo sind meine Kopfhörer? Die Dinger sind leer. Bin die gerade am Aufladen. Das scheißt mich mies an. Aber der Vorteil ist bei den Kopfhörern, die laden irgendwie verfickt nochmal schnell. Also irgendwie 5 Minuten laden sind 50 Minuten Akkulaufzeit. Also ich lade jetzt kurz. Und danach reicht das für den Rest vom Training. Aber ich mache jetzt hier mal die Notifikation aus, weil ich habe keinen Bock, gestört zu werden während des Trainings. Und ich mache sogar Flugmodus rein, weil, wie gesagt, ich habe gar keinen Bock jetzt. Heute, wenn ihr ganz ehrlich wisst, ich bin immer ganz ehrlich, sonst real, bla bla bla. Im Moment bin ich noch nicht richtig drin. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl, wenn man so richtig im Training drin ist, so richtig fühlt und alles. Im Moment bin ich es noch nicht. Der zusätzliche Fakt, dass wir im Moment noch keine Musik haben, nachher haben wir eine Musik, das ist gut. Im Moment keine Musik, verbessert das nicht. Und wenn da noch irgendeine fucking Notifikation reinkommt, wo ich irgendeine Scheiße am Handy nachschaue, dann fickt mich das komplett und ich bin komplett raus.
Ja, und ich habe die Zughilfen in der Tasche vergessen und die muss ich auch noch holen, Digga. Mann, dann kommt's drauf. Aber wir gucken, ob wir den ersten Satz auch ohne Zughilfen hinkriegen. Mal schauen. Wir werden sehen. Okay, nee, der war gut. Alter, war gut, das ist ein guter Start rein ins Training. Das gibt mir direkt. Das ist. Verbessert meine Stimmung, Motivation, wie auch immer, dieses Feeling im Training gerade sehr. Aber dass dieser Satz gut funktioniert hat, ist geil, das ist sehr gut, ist auch wichtig, war jetzt wichtig. Wir haben hier nämlich 120 Kilo drauf. Und ja, war gut. War gut, aber jetzt. Ist Satz 2 und der wird mindestens gleich gut, Digga. Okay, das war auf jeden Fall nicht schlecht, aber was wir hier ändern ist, ich habe mal geguckt, welche Sitzhöhe hier eigentlich am besten ist. Ich habe erstmal mal ganz oben probiert, aber ich kann euch nicht so viel sagen, ist nicht das Beste. Es war nicht schlecht, aber ich habe gemerkt, wie ich damit den Brustkorb zu hoch, zu weit oben bin etc. Darum machen wir jetzt mal runter. Das sind so 4 von 12, also eben noch im oberen Abschnitt, aber so obere Mitte. Beim zweiten Satz probieren wir das nochmal, mal gucken, ob es besser wird. Aber damit zeige ich nicht, dass der Satz gerade schlecht war, weil der Satz war gut, habe ich gut gespürt. War schön schwer, geil. Der Satz war besser von der Sitzeinstellung. Hier sind wir besser. Auf jeden Fall, das gefällt mir so sehr gut. Wir kommen gut in den Lat rein, wir sind nicht so tief mit der Brustpad hier. Das funktioniert alles gut. Rep Range war höher, trotzdem gleich sauber, also war direkt besser als das davor. Das war wirklich sehr schön. Hier haben wir aber sogar noch einen dritten Satz. Ugh!
Okay. Das Ganze hat vielleicht ein bisschen anders ausgesehen, als ihr euch gedacht habt, dass es aussieht. Und für alle, die jetzt gefragt haben, was zum Fick war das? Hier. Chest supported. Das Ganze haben wir hier ein bisschen. Wieso? Ich fange nochmal an mit der kleinen Digga, ich bin so dumm. Wenn wir hier drauf sitzen und das normal machen, sind wir nicht Brust supported und wir haben hier einen Schwung, müssen das Ganze stabilisieren, müssen unseren Core und alles festhalten. Wenn wir aber dahinter gehen, können wir uns hier mit der Brust die Front vom Körper anlehnen und können somit nur ziehen und müssen uns nicht darauf achten, dass wenn wir hier so sind, dass wir dann nicht nach vorne hinten gehen und so. Das ist der Vorteil. Ein Nachteil ist, ich habe hier 4 Karabiner, damit es vom Kabelzug reicht, das ist voll mühsam um reinzukommen. Und ich bin mir echt sehr nicht sicher, ob wir das für den Plan lassen. Aber wir probieren es. Wir haben es jetzt mal probiert und wir probieren es gleich nochmal. Genau. Und wir gucken, ob es jetzt besser wird und nicht irgendwie einfacher reinkommen, weil ich habe vorhin voll gestruggelt. War gut, Digga, war gut. Fertig, Digga. Weiter geht's. Weiter geht's hier mit Curls, Preacher Curls. Ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das zum letzten Mal gemacht habe. Preacher Curls, um genau zu sein, oder Rücken gleichzeitig mit Bizeps trainieren. Ich hatte das jetzt ewig nicht mehr im Plan. Aus dem simplen Grund, dass man halt den Bizeps vorbeansprucht schon im Rückentraining. Aber wir haben uns dafür entschieden, das mal wieder auszuprobieren, weil es verändern sich Sachen. Die Arme waren davor eher noch ein Schwachpunkt, jetzt nie mehr so ganz. Daher probieren wir das, wie das jetzt sich so ist, probieren wir das Ganze, diesen neuen Plan nach aus. Für alle, die sich auch fragen, wieso dieser Plan wechselt, einfach zum Ausprobieren, Daten zu sammeln und gucken, ob das besser ist. Weil wenn man immer das Gleiche macht, natürlich kann das gut sein, aber man findet nicht raus, ob was anderes besser sein könnte. Versteht ihr das, was ich meine? Sachen können gut, auch wenn etwas gut ist, kann es sein, dass etwas anderes besser ist oder halt schlechter. Aber man weiß es nicht, wenn man die anderen Sachen nicht ausprobiert. Das ist der Grund, wieso wir das jetzt hier auch machen. Aber ja, ich würde sagen, genug Gelaber. Köln. Mach
Noch ein. Okay. Okay. Andere Seite. So. Behind the back Cable Curls dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Ja, die sind natürlich dabei, Alter. So eine geile Übung, ne? Ungelogen. Es macht so Spaß. Es ist wirklich dieses. Allein nach der Übung, wenn ich meinen Arm loslasse, er geht gefühlt von alleine nach oben, weil das hat so krass. Das ist wirklich, die Übung ist so geil, ungelogen. Würde ich jedem von euch empfehlen. Mindestens mal auszuprobieren. Mindestens, Alter, mindestens. Aber ja, das ist gut, das ist gut. Ich habe eigentlich zwei Sätze gemacht. Beim ersten Satz war ich irgendwie letztes Mal schon verkackt, irgendwie einen Satz aufzunehmen. Schon wieder. Bruder, also nicht mal einen Knopf drücken kann ich bei der Kamera, um aufnehmen zu drücken, Bruder. Also wirklich. Also, weiß nicht, ob dieses ganze Social-Media-Ding hier für mich ist. Jetzt mal ungelogen. Nee. Aber egal, weiter geht's mit der letzten Übung. Und ich bin euch ehrlich, ich habe vergessen, welche Übung das ist. Obwohl, ich glaube, ich weiß es. Hammer Curls sind das, oder? Ja, genau. Das sind Hammer Curls am Kabel. Boah, Digga. Scheiß mich an, wenn man für jede Übung irgendwas Neues, neues Setup aufstellen zu müssen. Machen wir aber. Machen hier gleich die Bank, die wir hier hinten haben. Keine Ahnung, ob ihr die seht. Machen wir hin und dann Hammer Curls im Liegenden. Und das ist auch die letzte Übung vom heutigen Training. Und ich bin euch ganz ehrlich, das freut mich, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber nach einer gewissen Zeit im Gym reicht es mir einfach.
Ich bin durch und ich bin jetzt schon durch. Aber wir haben trotzdem noch eine Übung. Die machen wir. Okay, das ist eine andere Art Übung, wie ihr hier auch offensichtlich gesehen habt. Ist mehr auch ein bisschen mit Schwung, Gewicht, aber einiges bewegen. Wir haben hier 73 Kilo auf dem Stack. Ja, man muss wohl beachten, das ist ein 2:1 Stack, also eigentlich ist die Last die Hälfte nur. Sind dann noch 31 Kilo, aber sind trotzdem 31 Kilo Cable Curls, was nicht wenig ist. Und daher auch so ein bisschen Schwung und ich muss das auch noch ein bisschen üben, etc. Damit ich da komplett reinkomme, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Übung, wenn man die kann, oder besser gesagt besser kann als ich, richtig geil ist, aber wir müssen da noch ein bisschen schauen. Vielleicht wieder zweiter Satz besser, weil den habe ich jetzt um ehrlich zu sein nicht wirklich gespürt. Okay, zweiter Satz. Letzter Satz vom heutigen Training. Ich bin gespannt. Ich sage euch ehrlich, wird gut. Nee, wird gut, Alter. Ich lasse mir selbst gar keine andere Option. Aber ich sehe gerade, die Kamera ist so eingestellt, dass ihr meine Fresse nicht mehr sehen werdet. Dann machen wir so. Perfekt. Let's go. All in, Alter. All in. Okay, das war schon anders, war irgendwie aber geil. Das ist ein geiler Finisher. Ist ja auch, das Ganze soll auch ein Finisher sein vom ganzen Training. Ein Abschluss. Aber was ihr auch gesehen habt, ist, ja, wir sind in einer sehr hohen Rap-Range. Also, es waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, 19 Raps oder so. Aber das gezielt, um den Bizeps fertig zu machen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich diese Rap-Range nicht mal selber gewählt. Naja, war gut, Training war nicht schlecht. Wir gucken den Pump an. Und dann verpissen wir uns. Und hier sind wir, aber komplett besides the point. Ich glaube, Uberfahrer haben ein neues Hobby, nämlich mich zu ficken. Weil ich habe heute, wo ich ins Gym gegangen bin, habe ich, ja, entspannte fucking 25 Minuten warten dürfen auf mein Uber. Geil. Und jetzt, wo ich mir denke, Alter, ich warte eh immer so lange, auf der App steht 10 Minuten Wartezeit, drücke ich bestellen, in 2 Minuten hier. Bruder, ich muss mich jetzt verfickt nochmal komplett stressen, weil ich das Uber schon jetzt bestellt habe, weil in der App, so eine Scheiße, ungelogen. Aber wir machen trotzdem einen Pump-Check. Kann das Uber warten, Alter, dieser Pump ist zu brutal, um den nicht anzugucken. Also hier haben wir schon mal, ja, dieser Bizeps-Pump, Alter. Gebt euch die Scheiße einfach. Das ist schon geil. Schulter merkt man auch, hintere Schulter ist gepumpt auf jeden Fall. Aber worauf ihr alle gewartet habt, ausziehen. Wir haben uns ja jetzt schon ein Weilchen nicht ausgezogen. Wir machen das Ding hier hin. Und jetzt ziehen wir uns wieder mal aus. Ihr seht, wie viel leaner wir sind, wie viel der Körperfett gesunken ist. Und wie gut die Scheiße aussieht. Alter, ungelogen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin wirklich überrascht. Sehr positiv sogar und auch. Auch der Pump, Alter, dieser Lat. Damit es besser rüberkommt, machen wir noch so diesen Cheatcode. Ich muss dem Uberfahrer schreiben, dass ich hier nicht rauskomme, sonst fährt er weg und sagt, ich bin nicht gekommen. Geschrieben, ich bin in 2 Minuten da. Aber, Digga, dieser Pump. Psch. Seht ihr diesen Lat? Das, was ich liebe. Ich liebe einen guten Lat-Pump. Ich finde, ein guter Lat-Rückenpump ist besser als alles andere. Drücke den ein bisschen nach vorne, dann seht ihr, ist der
Vom Licht her. Bin mir nicht sicher. Ist die Pose jetzt so besser? So besser? Ich bin noch ein bisschen, muss noch ein bisschen üben beim Rückenposen, aber. Digga, ist geil. Sehr, sehr, sehr nice. Also, ey, was ich mal sagen muss am Ende vom Video: Kuss und Ehre an alle, die das ganze Video angeschaut haben. Ja, keine Ahnung, kein Deutsch. Ihr seid die Real Cheese, Digga. Für euch gibt es noch einen kleinen Tintentanz. Aber somit würde ich sagen: Bis morgen. Peace out, Leute, meine lieben Freunde. Warte, wir haben morgen Beine. Was eine Scheiße, Alter. Ich habe gar keinen Bock, Mann. Fuck, peace out.